Ein herzliches Hallo, hier ist euer Pack und das ist auch gut so. Heute ist mal wieder Donnerstag, das bedeutet neue, frische, geile Events bei Naruto Online. Und wollen wir noch mal wieder schauen, was es so geiles Neues gibt. Ich hoffe, es gibt wieder schöne neue Events. Ich habe schon nachgeguckt, welches es geben soll. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir einfach mal. Begegnung. Das kenne ich so jetzt echt tatsächlich nicht. Okay, gut. Arrangiere während des Aktionszeitraums eine Begegnung, um ein Begegnungsgeschenk zu erhalten. Okay, was? Schließe mit deinem Freund Gruppenmissionen ab und erhalte dafür täglich bis 5 Punkte. Okay, einfach eine Gruppenmission machen. Die Punkte kannst du benutzen, um Pakete zu öffnen, die Papierkraniche enthalten. Papierkraniche kannst du gegen tolle Belohnungen eintauschen. Klingt gut. Höhenschlüssel sehe ich hier schon. Siegelschrift. Okay. Begegnung arrangieren. Gruppierung. Okay. Aha, also man braucht auf jeden Fall. Oh, hier. Gibt die Bratpfanne wieder. Ich glaube wieder ein Fragment, so wie ich es richtig sehe. Das heißt, man muss sich die zusammengammeln. Ist nicht verkehrt. Wenn man eine gute Pfanne braucht, ist man hier richtig. Ansonsten gibt es natürlich Siegelschrift, dann kann man 5-mal ein eingetauscht, einmal. Ne, es geht nur einmal. Ne, die Pfanne ist komplett. Okay. Sieht aus, als wäre das gar kein Fragment, so wie es schon mal war, sondern sie ist komplett, weil man kann sie nur einmal eintauschen. Na, muss ich mal gucken. Siegelschriften, 5 Stück. Geil, für 4 Punkte. Weiß nicht, ob das jetzt viel sind. 10 Miyoboku-Rollen. Essenz. Okay, also finde ich geil. Finde ich geil. Muss man gucken. Gut. Ninjutsu-Training. Okay, das kennen wir ja alle. Das ist ganz. Oh, hier gibt es Papierkraniche. Okay, schön. Ich glaube, das kann man einmal machen. Ja. Ist eigentlich nichts Besonderes. Man macht hier einfach mal das, was einem vorgezeigt wird. Mal gucken, ob ich das gerade mal so auf die Schnelle hinbekomme. Ich tue mich jetzt schon doof anstellen. Okay, so. Was? Das, das und das. Okay, einmal noch. Muss man dreimal machen. Verdammt. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber das, dann hat man geschafft und man kriegt hier dann geil das Zeug und kann das dann natürlich hier morgen wieder machen oder wenn man Bock hat sogar nochmal, glaube ich, kriegt noch nichts mehr. Okay, ja, das finde ich mal ganz witzig, kann man, finde ich gut, ist okay. Paket zum Rabattpreis, okay, naja, das ist so, ja, Kescher. 50 Miyoboku-Rollen, 450 Coupons. Ich weiß nicht, ob ich das. Ach, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, Kescher-Event, kann jeder selber gucken. Hier ist auch wieder ein reines Kescher-Event. Der eine Army-Bandit, der aber eigentlich ganz gut sein soll. Hier sehe ich auch schon wieder die üblichen Verdächtigen. Ist ein reines Kescher-Event. Also, gehen wir mal weiter. Also, machen wir mal Belohnungen. Achso. Gut, sieht man da nicht. Gruppenkauf. Naja, das ist ja auch immer wieder da. Beschwörungsrückerstattung. Super. Wer jetzt Beschwörungsrollen hat, so wie ich. Ich glaube, ich habe ein paar gesammelt. Ja, 100, 160 habe ich gesammelt. Ich denke, ich werde zumindest mal gerade eine 10er-Ziehung raushauen. Mal gucken, ob ich jetzt sogar auch direkt mal Glück habe. Natürlich nicht. Dämonenkönig wäre jetzt geil gewesen. Finde ich, hätte ich lustig. Das wäre lustig geworden. Ja. Gut. Das ist immer gut. Vor allem gibt es hier.
Man kriegt für eine 10er-Ziehung eine Beschwörung zurück, ja, genau, ein Höllenkrabbenfragment. Bei 50 kriegt man 5 zurück und 4 Höllenkrabbenfragmente. Bei 100 kriegt man 10 zurück und auch nochmal 5. Hier sind es 10 und 20 und 50 und 20 Fragmente, Höllenkrabbenfragmente. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon, wie viel ich davon schon habe. Es geht. Ich bin mir noch unsicher, ob ich die 2 Ziehungen noch machen werde. Eigentlich warum nicht, ne? Gibt halt nochmal 9 Fragmente. Ich schau mal. Vielleicht mache ich das noch. Ich finde ausgerechnet genau hier bei Beschwörungsrückerstattung kann es sich auch lohnen, wenn man wirklich hier 500 sich zusammengammelt. Es sind halt 20 Höllenkram-Fragmente. Mal abgesehen halt von den 9. Und hier gab es ja auch nochmal 10 und da nochmal. Da kommt schon was zusammen. Das ist nicht verkehrt. Also wenn man die Höllenkrabbe haben möchte, sollte man bis zu 500 Dings sich einfach mal ersparen. Okay. Gut, das hier ist halt wie gesagt immer gut. Immer raushauen, wenn ihr könnt. Sollte man eigentlich nicht geizen. Außer ihr wollt natürlich hier so, ne? Dann könnt ihr halt alle Punkte auch mitnehmen. Das ist ganz cool. Ja, zeitlich begrenzter Punktehändler. Da bekommt ihr jedes Mal einen Punkt beim Einloggen und bei Handlungs- und Elite-Missionen bis zu 15 Punkte und natürlich, wenn ihr casht, bekommt ihr immer Punkte und was ich sehe ich da? Oshimaru Akatsuki gibt es. Man braucht 80 Fragmente, natürlich 80 Fragmente. Und den hätte ich gerne. Den hätte ich wirklich gerne. Das hier mag ich immer sehr, das finde ich immer sehr schön. Das ist immer ein schönes Event, weil ja, man bekommt halt, wie gesagt, durch Einlocken und Elite-Handlungsmissionen Punkte. Aber immer drauf achten, bis zu 15 Punkte nur. Und dann kann man hier immer schön zuschlagen. Vor allem diese Steine hier, ne, diese Steine hier, bekommt man, glaube ich, noch gar nicht woanders. Und braucht man für seine Geister, vertrauten Geister. Sehr cool, sehr schön. Ich glaube, ich werde mir davon was holen. Ja, gut. Das war's, glaube ich, schon, ja? Das war's schon. Sonst habe ich, glaube ich, nichts gelesen. Jetzt ist irgendwie die Webseite leider down. Sonst hätte ich noch nachgeguckt, was... Ah, hier, Heiliger Baum des Konoha-Walds sehe ich noch gerade. Einmal kostenlos beten. Wie war das hier nochmal genau? Mein Baum, für Gebete können Punkte... Punkte erste Stufe eines Baumes. Ich glaube, Punkte bekommt man... Einfach so, keine Ahnung. keine Ahnung, steht hier nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das bekommen hat. Ich glaube halt auch einfach durch Handlungsmission, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Dann bekommt man halt dieses Chakra-Wasser irgendwie. Da kann man seinen Baum gießen und kann natürlich ja auch abholen. Hier muss dann auch nicht warten bis zu 10 Gebete. Das ist, glaube ich, hat keine Rolle gespielt. Dazu kommt hier Kanuas Baum. Das heißt, dass hier alle Spieler auf dem Server, die ihren Baum halt fertig gießen, lässt den wachsen. Ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass wir bis hierhin gekommen sind. Ich glaube, wir haben maximal Stufe 4 erreicht. Ich glaube, das haben wir erreicht, aber 5 schon nicht mehr. Und das hier war auch schon lächerlich weit. Und für die Glücksmünzen, nein. Zu Nade... Für die Glücksmünzen? Ah, okay, 134. Ach, du Scheiße. Und Konen-Fertigkeitsbücher, alle. Für 1000. Ja gut, also das brauche ich halt nicht mehr. Das habe ich schon. Also, ich weiß noch, bei meinem letzten Mal, ich glaube, ich kam gerade mal auf 20 oder 40 Goldpunkte Münzen. Da werde ich da wohl auch nichts kriegen von... Oh Mann, ich hätte die gerne. Ich hätte sie einfach gerne. Ich weiß nicht wieso, aber ich hätte sie gerne. Aber hier das... Ja, das sind... okay, hier wird man schon wieder angestiftet. Man soll cashen. Ja, hier kann man halt auch nochmal Sachen abholen. Wenn man halt 20 Punkte erreicht hat. 50 und so. Aber da braucht man sich auch nicht viel Hoffnung machen. Dass man so großartig weit kommt. Außer man... Cashed. Ja. Wow. Ich glaube, ich werde schon. Ich werde. Ich
wird mit vielen Tsunade rechnen müssen. Naja, und auch ein Angriff aus dem Nichts, vielleicht, ich glaube, da gehe ich vielleicht noch ein bisschen drauf. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Und so ist es uns halt immer, da kriegt man, ich glaube, bis zu. Oder habe ich da doch mal mehr Punkte bekommen? Bis zu 5? Egal. Seht selber nach, haut rein, cacht, was ihr könnt, was ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch doch weiterhin viel Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch geholfen. Und damit würde ich sagen, ihr seid geil, ich bin geil und damit bin ich raus. Macht's gut. Ciao.